Herzlichen Dank, Applaus für Wolfgang Lanuschek, Neurologe, Gründer von KMS, ein großer Mann, ein großer Vordenker, Campus Village Idee, eine große, wunderbare Sache, die du vorhast mit uns in Österreich. Vielen herzlichen Dank, dass auch aus der Wissenschaft, aus der Medizinforschung diese Impulse kommen. Ich bin ganz, ganz froh, dass du uns jetzt begleiten wirst in eine große Welt des Neuen. Vielen Dank, Wolf. Ja, vielen Dank an Birgit Alfred. Vielen Dank für die wunderschöne Musik. Der Alfred hat schon gesagt, ich bin ein Neurologe, Nervenarzt. Also man hat euch jetzt schon einen Nervenarzt auf den Hals gehetzt. Und ich kann mir ein bisschen vorstellen, dass der Georg sich nach der Organisation dieses Kongresses vielleicht denkt, er braucht jetzt einen Nervenarzt. Aber ich kann nicht beruhigen, Georg, weil Menschen wie du, die so was Verrücktes machen, sind die eigentlich Gesunden. Das sind die normalen Menschen. Und die, die nichts machen, ja, die müssen wir auch noch irgendwie mitnehmen. Und ich sage euch, es gibt einen Grund, warum wir alle hier sind. Und dieser Grund ist, dass wir diese Welt ein Stück besser machen wollen. Und warum wollen wir das eigentlich? Weil diese Welt nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Und es gibt in unserer Zeit, in unserer Welt, einige Paradoxien. Zum Beispiel, wir haben alles Wissen, wir haben alle Technologien, wir haben alle Ressourcen, um diese Welt zu einem lebenswerten, reichen, glücklichen Ort zu machen für alle Menschen, die im Einklang mit dieser Natur leben können. Doch das Gegenteil ist der Fall. Natürlich gibt es auch viel tollen Fortschritt. Doch wir wissen, wenn wir hinter die Kulissen schauen, die Treibhausgasemissionen steigen jeden Tag immer schneller an. Das Artensterben schreitet jeden Tag immer schneller voran. Die Ozeane werden jeden Tag mehr vergiftet. Und ich brauche gar nicht nur von der Umwelt reden, momentan ist Klima in aller Munde, und das ist auch gut und wichtig so, aber die gesellschaftlichen Ungleichgewichte verschärfen sich immer mehr. Ungleichheit innerhalb von Ländern und zwischen Ländern nimmt jeden Tag massiv zu. Der Verlust, Brüche zwischen Osten und Westen, zwischen Norden und Süden, Brüche innerhalb der Gesellschaft, Ausgrenzung, Polarisierung, Menschen, die nur mehr für sich selbst kämpfen, anstatt füreinander. Das passiert auf der gesellschaftlichen Ebene und wirtschaftlich. Ja, die Aktienkurse sind hoch, aber wer Aufmerksamkeit die Medien dieser Tage liest, sieht zunehmend die Stimmen, die vor einem weltweiten massiven Wirtschaftsproblem waren. Das ist eine Paradoxie, denn an Ressourcen mangelt es nicht. Allein die Sonneneinstrahlung versorgt diese Erde mit 5000 Mal mehr Energie, als der gesamte Energiebedarf der Menschheit ist. Ist denn das ein Mangel? Eine zweite Paradoxie, die ich sehe, es gibt weltweit abertausende unzählige Initiativen, die versuchen, diese Welt besser zu machen. Und es gibt hunderte Strategiepapiere, globale Strategiepapiere, Tonnen von Papier, das gedruckt wurde, 15 Klimaabkommen. Und alles zusammen erreicht keine weltweit signifikante Wirkung. Und eine weitere Paradoxie, die mir sehr bewusst ist, die aber erstaunlich wenig diskutiert wird. Die Prognosen der Weltgesundheitsorganisation zeigen ganz klar, im Jahr 2030 wird Depression die Krankheit sein, die weltweit mit der größten Krankheitslast gemessen an Krankenstandstagen, Leidensdruck, Kosten etc. einhergeht. Das heißt, die Welt wird nicht nur vielleicht ein paar Grad wärmer sein, was schon schlimm genug ist, sondern sie wird von einer depressiven Menschheit bevölkert sein. Und das ist meine tägliche Berufserfahrung. Denn ich bin kein Regionalentwickler, da gibt es andere, die mehr davon verstehen, aber ich glaube, von Menschen verstehe ich einiges.
Und ich sehe jeden Tag Menschen, und zwar viele Menschen, bei mir in der Praxis und in Unternehmen, wo ich auch viel arbeite, wo ich konstatieren muss, die laufen mit einem inneren Nein durchs Leben. Sei es gegen ihr eigenes Leben, aber viel häufiger noch gegenüber dem, was sie in der Welt da draußen beobachten. Und alle haben das Gefühl, ja, ich kann aber nichts ändern. Und wir wissen aus der Stressforschung, dass das Gefühl, an einer Situation nichts ändern zu können, uns viel mehr krank macht, als wenn wir einfach bloß viel zu tun haben. Und in jedem Gespräch, das ich führe, hunderte im Laufe der Jahre, versuche ich im allerersten Gespräch schon herauszufinden, möglichst unmerklich, wo ist diese leise Sehnsucht dieses Menschen, der mir da gegenüber sitzt und der in einer Krise ist, der nicht mehr weiter weiß. Und in hunderten Gesprächen, vielleicht über tausend, habe ich, wenn ich das beginne herauszufinden und dann aufzuschreiben, nie, kein einziges Mal etwas Negatives auf diese Frage gehört. Die Sehnsüchte von Menschen, die aber dann oft schon verschüttet sind, die sie selbst gar nicht mehr wissen, sind immer etwas Gutes. Menschen haben einen natürlichen Wunsch, eine natürliche Sehnsucht nach einem Leben mit einem inneren Ja in einem Rahmen, zu dem sie Ja sagen können. Haben Sie schon einmal ein Kind gesehen, das mit einem inneren Nein auf die Welt kommt? Also ich nicht. Jeden Tag kommen 300.000 Kinder auf diese Welt mit einem lauten inneren Ja. Und so viele Menschen leben mit einem Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Und wenn ich, und beim Menschen beginnt aber alles. Ein Mensch, der mit einem inneren Ja lebt, verhält sich völlig anders als jemand, der im inneren Nein ist. Denn es gibt in jedem von uns gute und schlechte Anlagen. Und die guten Anlagen, die in jedem Menschen sind, sind der Wunsch nach guten Beziehungen, der Wunsch und die Fähigkeit zur Kooperation, übrigens, das war die Fähigkeit, die den Urmenschen gegenüber dem Neandertaler so erfolgreich gemacht hat, weil der Urmensch in großen Gruppen kooperieren konnte, dank seiner sozialen Intelligenz. Der Neandertaler nicht. Deswegen sind die Neandertaler ausgestorben und wir haben uns weiterentwickelt. Kooperation, Beziehung. Ein weiterer grundlegende Anlage von Menschen, Neugier. Das hat uns die Natur schon, wie die ersten Säugetiere entstanden sind, eingepflanzt. Und zwar über ein Hormon, einen Botenstoff im Gehirn, der die am schnellsten süchtig machende Substanz ist. Und zwar ist es unser Glückshormon, das Dopamin. Und wenn man jetzt aus der Forschung feststellt, wie entsteht denn dieses Glückshormon, dieses Dopamin, außer wenn wir mal eine positive Überraschung haben, was ja sozusagen nicht von uns selbst beeinflusst werden kann, braucht es drei Bedingungen. Wir brauchen ein Ziel. Wir müssen uns bemühen, um dieses Ziel zu erreichen. Und je mehr Bemühen, umso mehr Glückshormon nachher. Und wir müssen mit eigenen Augen sehen, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Die Dinge müssen sich durch unser Bemühen vor unseren Augen verändern. Das macht uns glücklich und daher, zum Beispiel bei dieser Burnout-Epidemie, die ist, kann nicht die Botschaft lauten, man strengt sich einfach alle weniger an. Nein, Menschen haben eine natürliche Lust an ihrer eigenen Leistung, haben eine natürliche Lust, die ihnen innewohnenden Talente ins Leben zu bringen. Es ist lebenswichtig. Und daher auch dieses Streben nach Neugier, nach Innovation. Und eine dritte, glaube ich, ganz, ganz menschliche Anlage ist ein natürliches Verantwortungsgefühl. Wenn Sie einem kleinen Kind einen Samen geben und ihm sagen, du da hast du dein kleines Peterl und da kannst du jetzt die Karotte einpflanzen. Wenn Sie dann sehen, wie rührend sich dieses Kind um diesen Samen kümmert, dann sehen Sie, dass wir ein natürliches Verantwortungsgefühl haben. Und das sind die guten Anlagen des Menschen. Und es geht darum, einen Rahmen zu schaffen. Wir stehen ja immer mit dem Rahmen, in dem wir leben, in Resonanz. Und der heutige gesellschaftliche Rahmen ist so gestaltet, dass bei sehr vielen Menschen leider ihre negativen Eigenschaften sehr stark gefördert werden. Da gibt es auch Profiteure davon. Denn wenn ich selber keine Erfolgserlebnisse mehr habe, wenn ich keine guten Beziehungen mehr habe, wenn ich eigentlich ein inneres Nein lebe, dann muss ich das ja irgendwie verdrängen, damit ich noch am Leben bleibe. Nein, wie mache ich das? Indem ich konsumiere. Indem ich mir was kaufe. Deswegen sprechen wir auch von Hyperkonsum.
indem ich die Schuld für mein Lebensunzufriedenheit auf die anderen schiebe, die dann schuld sind daran. Das heißt, wir müssen an diesem Rahmen arbeiten. Wir dürfen nicht nur neue Lösungen innerhalb des alten Rahmens machen, das ist natürlich auch ganz wichtig, aber wir müssen gemeinsam den Rahmen beeinflussen. Und wenn wir das wollen, dann können wir uns überlegen, wovon leben wir denn eigentlich? Wir leben von Ressourcen, die praktisch alle aus der Natur kommen. Wasser, Boden, Ernährung, Luft etc. Das sind alles letzten Endes physische, materielle, angreifbare Ressourcen. Aber es gibt eine grundsätzlich genuin menschliche Ressource und das ist unser Geist. Und wenn wir uns die Unterschiede zwischen diesen natürlichen physischen Ressourcen und dieser immateriellen Ressource Geist vor Augen führen, dann wird klar, was zu tun ist. Physische Ressourcen brauchen für ihren Transport viele weitere Ressourcen und es geht außerdem vergleichsweise sehr langsam. Nicht umsonst emittiert der weltweite überbordende Handel einen Großteil unserer Treibhausgasemissionen. Und ganz viele Wirtschaftsphänomene finden nicht mehr statt, damit der Handel der Menschheit, sondern damit die Menschheit dem Handel dient. Aber das ist nur ein Nebenaspekt. Also physische Ressourcen brauchen viele Ressourcen, um transportiert zu werden. Und physische Ressourcen wie ein Glas Wasser werden weniger, wenn wir sie teilen. Geistige Ressourcen, Innovation, Neugier, kann ich in Echtzeit fast ohne Aufwand um den gesamten Globus schicken. Und Geist und Wissen und Innovation werden durch Teilen mehr. Wenn wir uns das vor Augen führen, und uns einmal folgende Frage stellen, wie könnte denn das funktionieren, dass die physischen, materiellen Ressourcen und die grundsätzlichen täglichen Grundbedürfnisse von Menschen wieder stärker als derzeit aus Gemeinden, aus Regionen, aus Städten heraus selbst geschaffen werden? Nahrung mit klimaneutraler Landwirtschaft, mit Bodenaufbau in der Landwirtschaft, Energiekreisläufe, erneuerbare Energien, Infrastrukturmaßnahmen, aber auch tägliche Grundbedürfnisse wie Gesundheit und Bildung. Und wenn man sich das vorstellt, heißt das ja allgemeiner gesprochen, wie kann es uns gelingen, Wertschöpfung, die durch alle unsere Leistungen erbracht wird, stärker als derzeit, wieder in Regionen, in Städten, in Gemeinden zu halten, um sozusagen nicht nur ökologisch, sondern auch gesellschaftlich und ökonomisch Humus aufzubauen. Wenn wir uns das durchdenken, wird klar, zusammen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung hieße das, dass die Wertschöpfung, die wir erbringen, wesentlich effizienter genutzt wird. Das heißt, es werden Ressourcen frei, die Menschen wie wir investieren können, zum Beispiel indem wir uns in Bildung engagieren. Indem wir Bildung wieder zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machen. Denn was wir heute machen, ist folgendes. Die kleinen Kinder werden in den Kindergarten delegiert, die Schulkinder in die Schule, die Alten in die 24-Stunden-Pflege und die Kranken ins Krankenhaus. Aber die Versorgung und Erbringung der menschlichen Grundbedürfnisse durch Delegieren funktioniert nicht. Wir wissen, was rauskommt. Genau diese zentralen menschlichen Dinge müssen unsere gemeinsame Aufgabe werden. Regionen können sich gemeinsame Bildungsziele, gemeinsame Gesundheitsziele setzen. Schulen können nicht zu Orten der Bildung machen für ein Leben, das völlig lebensfremd ist, für ein Wissen, sondern zu Orten des gemeinschaftlichen Lebens. Das sind die Möglichkeiten. Wir wissen Gesundheitsmodelle, wo wir Wahlarztmedizin zum Kassentarif machen, wenn eine Region sich vernünftig organisiert. Und wenn wir Modelle finden, die außerdem Solidarität und Kooperation fördern, weil der heutige Mensch hat eine verdammte Isolation in seinem Geist. Jeder hat das Gefühl, Hauptsache schaffen wir einen eigenen Existenzkampf. Jeder arbeitet für sich, anstatt dass wir wieder füreinander arbeiten. Und dann sind völlig andere Dinge möglich. Und wenn wir diesen Gedanken der stärkeren regionalen Wertschöpfung koppeln mit der systematischen Integration von Forschung und Innovation in Gemeinden, Regionen und Städten, dann haben wir sowas wie einen Organismus aus mehreren Organen, Ernährung, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, Energie etc. mit einem Gehirn. Wenn wir uns jetzt den Spaß erlauben, uns zu denken, das ist vielleicht nicht nur an einem Ort der Welt, es gibt nämlich Vorzeigegemeinden, wo es das gibt, sondern an mehreren oder vielleicht sogar ganz vielen. Und ich vernetze all die hinsichtlich ihrer Innovation, da
dann kriege ich ein Netzwerk grüner, nachhaltiger, innovativer Gemeinden, Städte und Regionen. Wir haben das genannt, das ist ja ein bisschen das Englische, ein Worldwide Innovative Sustainable Environment, ist abgekürzt WISE. Und mir persönlich gefällt der Begriff WISE besser als das, was uns heutzutage als smart verkauft wird. Weil erstens, die smarten Ansätze sind häufig extrem technologielastig, führen häufig am Menschen vorbei. Und außerdem, sage ich salopp gesagt, unsere Welt wird von viel zu vielen smarten Menschen gerade zurück zugrunde gerichtet. Wir brauchen Weisheit. So wie von der Erika Fischer. Der Bücher hier repräsentiert, das ist Weisheit aus dem Leben und aus dem Herzen. Geleitet vom Herzen und begleitet vom Verstand. Und das ist das, warum es Planet Yes als Projekt, als Initiative gibt, um genau das zu schaffen, als eine Plattform, und zwar international, die alle relevanten Akteure, Universitäten, Unternehmen, Gemeinden, Entscheidungsträger, Menschen, Praktiker vor Ort miteinander vernetzt und deren Missionen und bestehende Lösungen, und zwar weltweite, gibt es. All das strategisch bündelt und miteinander in Aktion bringt. Denn das Vernetzen allein reicht nicht. Plattformen gibt es tausend. Wir brauchen Wirkungsplattformen, die wirklich Dinge in Aktion bringen. Wir kooperieren mit den großen Universitäten Österreichs, mit namhaften Unternehmen, mit Medien und mit Regionen, Gemeinden und Städten vor Ort. Ganz spannenden Projekten und vernetzen alles. Und wie funktioniert das konkret, wenn man zum Beispiel in einer Gemeinde, in einer Region, in einer Stadt ist? Naja, er hat gesagt, jeder Mensch hat sowas wie eine Sehnsucht. Ja, jeder von uns hat das, leise. Und es gibt auch sowas wie eine Sehnsucht einer Gemeinde. Die Sehnsucht einer Region, die Sehnsucht einer Stadt. Unausgesprochen, unbewusst. Sowas wie eine Vision. Aus der Sehnsucht kann eine Vision werden. Diese Vision können wir paaren, natürlich mit einer Faktenanalyse, selbstverständlich. Nur Visionen, das reicht nicht. Aber wir brauchen die Vision, denn was heutzutage passiert, was ich sehe, Menschen in Regionen haben ihr Selbstwertgefühl verloren, haben ein ganz negatives Selbstbild und man beginnt nur mehr Probleme zu lösen. Wir brauchen da eine Kläranlage, wir müssen den Bahnübergang sperren, wir müssen da Straßen bauen. Das ist ja so, wie wenn Sie wandern gehen und nur mehr auf jeden Stein schauen, auf den Sie drüber steigen, aber Sie haben vergessen, warum Sie eigentlich voller Freude aufgebrochen sind. Menschen haben es verlernt zu träumen und dann braucht es natürlich den Verstand auch. Und dafür haben wir Formate geschaffen, wir kooperieren auch mit Regionalentwicklern selbstverständlich, weil es geht ja nicht darum, dass jetzt einer besser ist als der andere, aber worum es geht, ist diese Kräfte zu bündeln und sie strategisch zu verwenden und daraus ein Netzwerk zu machen, das hilft. Und das ist unsere Absicht und der Lösungskongress hier ist ein ganz reales, ganz tolles Beispiel, das ist ein wichtiger Tag für Österreich. Und stellen Sie sich sowas wie diesen Lösungskongress vor auf einer globalen Ebene, wo Sie nicht nur von zwei Gemeinden aus Salzburg und Niederösterreich, sondern zwischen Kontinenten Austausch betreiben können und es wird wichtig werden beim Klimawandel zum Beispiel. Weil uns wird vielleicht bald interessieren, was die innovativen Bauern in Afrika machen, weil es bei uns im Waldviertel und mittlerweile auch die Sahara des Waldviertels gibt. Und darum geht es bei Planet Yes. Mein lieber Kollege Harald Breyer und ich, wir stehen Ihnen gerne auch für Fragen zur Verfügung. Aber um noch einmal zu diesem Tag zurückzukommen, die Zukunft, die wird nicht so, wie man sie uns vorhersagt. Die Zukunft wird, wie wir sie gestalten. Und wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Also gehen wir es an. Vielen Dank.